Hallo, mein Name ist Tomke Hollander und ich bin Unternehmenssprecherin von Glasfaser Nordwest in Oldenburg. Wir sind ein Joint Venture, gegründet von Telekom und EWE, und bauen die Glasfaserinfrastruktur im Nordwesten Deutschlands aus. Unser Ziel ist es, bis 2031 rund 1,5 Millionen Haushalte und Unternehmen mit Glasfaser zu versorgen. Wir leisten damit einen echten Beitrag zur Digitalisierung. Hallo, mein Name ist Sophie Jochens und ich arbeite in der Technik von Glasfaser Nordwest. Bei unserem Betrieb ist besonders eines wichtig: Die Infrastruktur muss sicher sein. Nur so kann die Stabilität des Netzes gewährleistet werden. Die Glasfaserkabeln befinden sich in Telekommunikationsstrecken im Außenbereich und müssen daher vor Vandalismus geschützt werden. Eine weitere Herausforderung war das Zutrittsmanagement zu den Schränken. Wir haben eine Lösung gesucht, bei der Mitarbeiter und Partnerunternehmen sich individuell und digital Zutritt erteilen lassen können. Gleichzeitig sollte für die Stromversorgung keine Batterien verwendet werden. Auf Grundlage dieser Anforderungen haben Dirac und iLog in partnerschaftlicher Zusammenarbeit eine optimale Schließlösung entwickelt. Der Schwenkhebel entspricht der Resistance Class 2 und hält somit Vandalismusschäden durch Gelegenheitstätern stand. Der Zylinder selbst bietet für uns die perfekte Lösung zur Zutrittskontrolle. Er lässt sich einfach über eine Smartphone-App öffnen. Die Berechtigung kann jederzeit aus der Ferne aus erteilt werden. Zusätzlich wird der Zylinder über das Handy mit Strom versorgt, sodass auf umweltschädliche Batterien verzichtet werden kann. Wie einfach sich der Griff über die App am Handy öffnen lässt, zeige ich Ihnen nun. Nach der Freigabe durch das Handy kann der iLog-Zylinder betätigt werden und der Griff springt dank der integrierten Feder auf. Damit ist auch von außen sichtbar, dass der Griff geöffnet wurde. Beim Schließen rastet der Griff hörbar in die Mulde ein, ohne erneut den Zylinder zu betätigen. Dirac hat den Schwenkhebel als Sonderlösung so angepasst, dass der Zylinder vollständig vom Griff ummantelt ist. Somit kann der Zylinder nicht als Tritt oder Ähnliches missbraucht werden. Durch diesen perfekten Schutz ist der Zylinder im Außeneinsatz besonders langlebig. Mit diesem System haben wir eine zukunftsfähige Lösung gefunden, die den Anforderungen zur Anwendung im Außenbereich gerecht wird. Die Verschlüsse halten, was sie versprechen, und schützen unsere Telekommunikationsschränke. So ist eine sichere und stabile Internetverbindung gewährleistet. Wir danken Dirac und iLog für diese Entwicklung und hoffen, dass dieser Einblick gefallen hat. Danke und bis bald.